Ja, Intelligenz natürlich, Respektlosigkeit. Ah, und die Neugierde natürlich. Das habe ich vergessen. Weil das ist natürlich, wenn ich einen roten Knopf sehe, dann möchte ich unbedingt da drauf drücken, um zu gucken, was passiert. So war ich schon immer. Das wird auch nie aufhören. Einfach um zu gucken. Wenn ein roter Knopf, dann drücke ich da, dann kommt die Feuerwehr oder die Polizei oder wer kommt da. Mal gucken. Und dann drücke ich den, mache ich noch immer. Und klatscht in die Hände! Bewegt dein Hintern, tanzt den Mussolini, tanzt den Adolf Hitler. Texte wie dieser sorgten 1981 für Aufruhr. Die Konservativen waren empört, die Linken verwirrt. Das war das Konzept von DAF. Also unsere Botschaft ist also, dass das Nichts heilig ist, dass nichts böse ist, dass nichts gut ist, sondern dass man alles eigentlich machen sollte. Die Wurzeln für Delgados anarchistisches Hinterfragen wurden früh gelegt. Weil sein Vater in Spanien unter Franco politisch verfolgt wurde, musste die Familie fliehen. Gabi kam mit 8 Jahren nach Deutschland. Der Kulturschock hat ihn geprägt. Wenn man aus einem anderen Land dann kommt nach Deutschland, dann lernt man, dass keine Regeln gelten. Weil zum Beispiel in Deutschland heißt es, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Und wenn ein Pfennig hinfällt, dann bücken sich alle. Und in Andalusien sagt man, wenn du dich bückst für die kleine Münze, da kommst du nie zu Geld. Und so lernst du schon als 8-Jähriger. Die einen sagen dir, die heiligen drei Könige kommen mit den Geschenken. Die anderen sagen, nee, das ist ein Weihnachtstyp mit einem Bart. Und es ist dann alles so unterschiedlich, die Infos, die man kriegt, dass man merkt, aha, das ist alles selbst gebastelt. Da kann man sich also auch die eigene Welt zusammenbasteln, wie man selber will. Und damit fing Gabi früh an. Im rauen Ruhrgebiet der 70er lernte er sich auf der Straße durchzusetzen. Er experimentierte mit Drogen, Gewalt und Sex, trieb sich mit Dortmunder Fußball-Hooligans rum und schlief mit Theaterdirektoren. Für regelmäßigen Schulbesuch hatte er schon mit 14 nichts mehr übrig. Das meiste habe ich wirklich gelernt von meinen Sexpartnern. Ja? Ich wurde sehr früh sexuell aktiv und war eigentlich nur an Männern interessiert. Das waren alles sehr gebildete Männer, die mir ganz viel beigebracht haben. Also Sachen, die man in, nicht nur Sextechniken, ja? sondern auch, was weiß ich, über Godard und Bataille, über wer ist Hegel und wer ist Adorno. Und da konnte ich das, diese ganzen Sachen habe ich alle nicht in der Schule gelernt, sondern im Bett. Der Räuber und der Prinz, der Räuber und der Prinz, der Räuber und der Prinz. Auch bei DAF gab es eine deutliche homoerotische Komponente, zumindest in den Texten. Ich liebe dich, mein Räuber. Obwohl, Robert und ich haben ja nie miteinander geschlafen, ist ja auch, stimmt ja nicht. Weißt du, es gibt ja so viele verschiedene Formen von Liebe. Mit Robert hatten wir immer diesen sehr. Einfach diesen künstlerischen, energetischen Austausch. Diesen Austausch haben die beiden nach 15 Jahren Pause wieder aufgenommen. Gerade erschien ein neues DAF-Album. Anders als ihre alten Alben fand sich das neue aber nicht in den Charts wieder. Gabi sieht's gelassen. Feiern alle mit. Ich habe schon immer gedacht, man soll nicht das, was man am meisten liebt, unbedingt zum Geldverdienen nehmen. Wenn ich Geld zum Beispiel verdienen will, da verrate ich doch nicht meine Musik für. Dann mache ich einen Kokain-Deal. Zack. Habe ich viel mehr Geld verdient. Ja? Ja, sage ich mal so. Also, ich mache das natürlich nicht, aber Freunde von mir in anderen Ländern, die ich auch gar nicht mehr kenne, die machen sowas dann zum Beispiel, ja? Die Wiederbelebung von DAF war für Gabi eh nur ein Nebenprojekt. Sein Hauptinteresse gilt einer neuen Technik, Musik machen auf der PlayStation. Auf den Konsolen kann man nicht nur gekaufte Spiele benutzen, man kann darauf auch Musik erzeugen, wenn man die Software modifiziert. Ganz legal ist das nicht, das macht es besonders spannend. In diese Richtung geht es, dass man die Spiele halt knackt, dass man quasi das Gerüst, was da irgendwelche Industriehainis liefern, für wirklich Fortschritt in Kunst und Musik nutzen. Sprecht nicht mit uns! Gabi Delgado bleibt ein radikaler Anarchist. An der Grenze zwischen Kunstprovokation und Illegalität wird er weiter wandern und weiterhin alle anschreien wie vor 20 Jahren. Wir sind die Kraft!